sieht so aus, als würde alles funktionieren. Nur die Kamera habe ich heute nicht an, aber das hat andere Gründe. Die Katzen wurden doch gestern operiert. Die hatten eine Zahn-OP. Denen wurden ganz viele Zähne gezogen. Und wir haben das Arbeitszimmer zum Krankenzimmer umfunktioniert für die Katzen. Und denen geht es jetzt schon wieder echt gut. Die haben das gut überstanden. Die sind wieder topfit. Aber deswegen ist jetzt die Kamera momentan nicht an, weil aktuell noch alles. Ich sitze hier quasi mitten in einem... Ich sitze mitten in einem Behelfskrankenzimmer im Grunde für Katzen. Hallo Eldon, wie geht's? Hi. So, fangen wir gleich mal an. Weil heute müssen wir nicht warten, bis sich die Leute eingefunden haben. Denn man verpasst nicht viel, wenn ich ein paar Sachen platziere. Aber grundsätzlich bauen wir heute nämlich weiter an unserem blauen Häuschen. Jetzt müssen wir außen nämlich nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Aber was wir damit machen, weiß ich halt auch nicht. Hey, der Controller driftet wirklich, Mensch. Das ist echt doof, Mensch. Ich meine, das ist jetzt hier gerade nicht so schlimm, aber in The Last of Us war es doof. Ich kann es auch gar nicht rekonstruieren, aber ab und zu... Ah, jetzt war es wieder kurz. Ja, das ist kein mechanisches Problem. Also nicht, dass irgendwie der 3D-Stick stecken bleiben würde, sondern irgendwas mit dem Sensor unten. Naja, so schlimm ist es nicht. Hi Ratze, hallo. Können wir nicht am Museum weiterbauen? Wäre cool. Grundsätzlich bestimmt vielleicht auch, aber beim Museum läuft schon alles sehr laggy und stürzt wahrscheinlich ständig ab. Aber grundsätzlich wäre das Museum auch eine Baustelle, die man weitermachen könnte. So. Wie gesagt, was wir hier machen, damit das nicht so doof aussieht, das weiß ich nicht genau. Da müssen wir mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal eine Schicht Wand drauf kleister vielleicht. Keine Ahnung. Aber jetzt brauchen wir vielleicht erstmal einen Boden, würde ich sagen. So, gehen wir mal ins Baumenü. Das ist eine gute Idee. Hey, Metatron, hallo. Guten Tag. Meine Güte, das dauert echt lange, oder? Wow. Hey, ich bin wirklich gespannt. Ich gehe nämlich einfach mal fest davon aus, ohne dass ich dafür Beweise habe, dass Fallout 4 PlayStation 5 kompatibel wird. Und ich bin echt gespannt, wie sich das dann auswirkt auf das Spiel, wenn ich das dann auf der PlayStation 5 spiele. Ob dann ich eben mehr bauen kann, ob das Baumenü schneller aufgeht und so weiter. Das wäre wirklich interessant. Könnte schon sein. Könnte aber auch sein, dass einfach die Engine selbst am Limit ist. Und deswegen hilft auch mehr Hardware dahinter nicht. Keine Ahnung. Wer weiß, da kenne ich mich auch nicht genug aus. Das muss man dann einfach schauen. Ich finde nur gerade, ich weiß nicht mehr... Ich weiß nicht mehr, wo. Ich weiß nicht mehr. Aber es war was. Oder wie. Ah, hier. Genau. Die haben keine richtigen... Genau, da war's. Nee, warte mal. Das ist wieder was anderes. Nee, das sind schon Teile, die wir benutzt haben. Okay, dann ist schon gut. Die Böden brauchen wir. So. Genau, die muss ich noch an ein paar Stellen reinbauen. Dann wird das schon. Dann wird das schon. Du könntest doch durch den Mod das Dach scrappen. Ja, aber dann scrappe ich das gesamte Gebäude. Und das will ich eben eigentlich gerade nicht. Eigentlich möchte ich ja eben, dass das Gebäude grundsätzlich intakt bleibt. Ich will sie ja quasi nur restaurieren. Gerade für die Inneneinrichtung mit dem Regal und so weiter, würde ich das gern einigermaßen aufrechterhalten. Oder? Das Dach ist tatsächlich ein eigenes Ding, ne? Also hier bei dem Haus ist es zumindest so. Ich dachte, die würden zusammenhängen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es hier so ist. Mal schauen. Bei mir im PC geht es ziemlich rasch mit dem Baumenü. Na gut, das stimmt natürlich. Am PC geht es natürlich, also je nach Hardware. Aber das heißt, dass es keine Limitation vom Spiel selbst ist. Das stimmt.
Wisst ihr was, ich mach das. Nee, warte mal, ich will's eben doch auch nicht machen, weil sonst auch hier innen, hier drinnen die Decke verschwindet. Die brauche ich zumindest noch als Referenz dann, die Decke. Okay, also grundsätzlich können wir das Dach vielleicht wirklich wegscrappen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich falsch an dann. Es fühlt sich einfach falsch an, wenn ich das Dach wegscrappe. Weil dann irgendwie das Haus eben nicht mehr da ist. Und ich weiß es, dass es nicht mehr da ist. Dann habe ich geschummelt. Gefühlt. Irgendwie. Hast du eigentlich eine Theorie, wie die Story von der Vollerzieherie aussehen könnte? Nee, absolut keine Ahnung. Man könnte, wenn man wollte, vielleicht so ein bisschen davon, dass die Macher der Serie eben vorher Westworld gemacht haben, was ja auch so eine Science-Fiction-Western-Serie ist, könnte man ableiten, dass vielleicht eher so ein bisschen New Vegas-artiges Setting benutzt wird. Muss nichts heißen, aber ja. Aber ansonsten kann man bis jetzt, glaube ich, noch gar nichts sagen. Ich denke, aber auch das nur geraten, dass das nichts mit den Videospielen direkt zu tun haben wird. Ich denke nicht, dass das im gleichen Universum spielt, beziehungsweise irgendwie, dass es da irgendwie einen echten Zusammenhang gibt, glaube ich nicht. Aber wer weiß. Wer weiß. Hi, Federhawk, hallo. Das sind unterschiedliche Teile, ja. Der 24-Stunden-Stream ist kommenden Freitag erst. Genau. Nächsten Freitag. Wahrscheinlich geht's da Mittag schon los. Aber mal gucken. Das weiß ich noch nicht genau. Hä? Hm. Komisch. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ich kann den Boden gerade nicht nehmen. Wartet mal. Ah ja, jetzt geht's. Das war gerade komisch. Ja, genau. Ich denke auch. Wir hängen hier, glaube ich, wirklich irgendwas drüber. Ein Werbeschild ist eine gute Idee. Irgendwas in der Art. So, jetzt passt mal auf. Das ist hier alles ein bisschen verwirrend und hässlich. Ich glaube, ich fange mal hier an. Ups. Ich fange jetzt mal hier an, orientiere mich an dem. Das ist ganz gut, genau. Und dann kann ich mich an dem orientieren. Super cool wäre es jetzt halt, aber das wird wieder nicht funktionieren, wenn ich den Boden hier einfach dran snappen könnte. Vielleicht, aber nee, will er nicht. Schade, hätte sein können. Manchmal würde das gehen, aber nee. Na, dann machen wir es halt auf die lange Methode. Ist ja auch okay. Neuer Trailer für Fallout 76. Irgendwas mit Captain Cosmos. Ah ja, aus dem Creation Club aus Fallout 4. Aha, okay. Ha. Huh. Warum nicht? Aber wenn man böse sein will, könnte man sagen, dass die jetzt schon anfangen, Creation Club, also Mods quasi, zu recyceln für Fallout 76. Finde ich komisch. Aber im ersten Moment war nämlich mein Gedanke gerade, okay, das heißt, Captain Cosmos ist jetzt quasi vom Mod zum echten Content geworden. Aber Captain Cosmos Comics gab's ja schon immer. Nur die Powerrüstung und so weiter, das war neu. Aber ja, genau, die sind jetzt dann scheinbar offiziell auch Lore. Auch die Rüstung und sowas. Ich glaube, den Creation Club-Inhalt Captain Cosmos kann man jetzt wahrscheinlich als Canon betrachten. Das ist irgendwie weird. Das ist irgendwie komisch, dass Mods dann offiziell werden. Aber ja, okay. So ist das. Ja, alles ein bisschen schief hier. Naja, machen wir einfach.
Noch ein paar Böden, dann passt schon. Ach, dammit, ich vergesse immer dauernd, immer ununterbrochen, ständig, dass ich die Stempel wieder mitnehme. Das ist auch doof. Ich denke, dass zumindest die erste Staffel ein Prequel werden könnte. So ab dem Zeitpunkt, wo das Vault-Programm beschlossen wird. Also, Serien sind ja heutzutage eigentlich ziemlich komplex in ihrer Erzählung. Ich bin mir sehr sicher, dass es. Also, beziehungsweise, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in verschiedenen Zeitebenen spielen wird. Und vielleicht auch in. Also bestimmt bei verschiedenen Fraktionen, verschiedenen Protagonisten, aber vielleicht eben auch verschiedene Zeitzonen. Vielleicht so vor dem Fall der Bomben, unmittelbar danach und dann eben ein paar hundert Jahre später. Das kann ich mir recht gut vorstellen. Das würde Sinn machen. Bei so einer Geschichte. Vielleicht hauptsächlich quasi ein paar hundert Jahre später verankern und dann auch immer wieder längere Rückblenden oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Aber mein Gott, es kann alles sein, wer weiß. So, ein Boden noch. Dann quetsche ich jetzt noch so einen halben rein, glaube ich. Das reicht, denke ich. Ich hätte gleich von Anfang an nur halbe nehmen sollen, dann würden die nicht so weit reinragen in das Haus. Ich schau mal ganz kurz. Ah ja, nee, das ist. Ja, hier ist es ein bisschen niedrig, aber gut, muss eh sein. Ja, ich habe schon befürchtet, dass hier drin das Dach ein bisschen niedrig werden könnte. Aber ja, schauen wir mal. Schnibbeldi-bipp. Hä? Wenn jetzt? Oh Gott. Habe ich jetzt irgendwas platziert oder so? Ich weiß nicht, manchmal verstehe ich nicht, was ich da mache. Den Katzen geht's gut. Die haben das sehr gut überstanden. Also, beziehungsweise hatte der Linky Glück. Bei dem hat sich das so verbessert, durch Zahnpflege und so weiter, dass der gar nicht mehr operiert werden musste. Die hat sich den angeguckt und hat gesagt, nee, der ist jetzt, bei dem hat sich das gut erholt. Auch das Zahnfleisch und so ist wieder einigermaßen okay. So, dass er wahrscheinlich relativ schmerzfrei ist. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lassen wir das mit der OP. Die Zelda, die musste aber ran. Die hat jetzt die meisten Backenzähne draußen, weil da war alles sehr entzündet und kaputt. Da hat auch kein Zähneputzen und keine antibiotische Paste und so Zeugs mehr geholfen. Die war gestern ziemlich im Eimer. Die war gestern ziemlich im Eimer. Ganz furchtbar. Die war wie betrunken natürlich. Ist eh klar vom Narkosemittel. Und Blut überall und hat auch ganz oft Blut gespuckt quasi. Das war ganz, ganz unangenehm. Aber sie hat auch viel geschlafen, weil sie halt einfach noch so in Trance war. Wir haben ja hier eben, das Arbeitszimmer war quasi das Krankenkatzenzimmer. Und da hat sie jetzt so 1,5 Tage verbracht. Und jetzt passt es eigentlich wieder. Jetzt ist sie eigentlich wieder fast wie immer. Sie isst jetzt sogar schon wieder Trockenfutter. Total bekloppt. Wir haben ihr extra irgendwie so weicheres Futter gekauft und so Babyfutter, so ganz kleine Bröckchen, damit sie das leichter essen kann. Aber sie isst jetzt auch wieder irgendwie zermalmt sie jetzt auch wieder das Trockenfutter. Ja, sie ist jetzt auch auf Schmerzmittel. Sie kriegt jetzt 1 Woche lang irgendein Schmerzmittel jeden Tag und Antibiotika ab morgen. Heute Nacht, wenn dann die Schmerzmittel ein bisschen nachlassen, müssen wir mal schauen, wie es ihr da geht. Aber bis jetzt geht es ihr echt super gut. Das ist gut gelaufen alles. Die war da beim letzten Mal, weil die hatten ja schon mal eine OP. Das ist ja schon die zweite. Beim letzten Mal war die viel angeschlagener als diesmal. Die hat das diesmal viel besser weggesteckt. Wahrscheinlich war sie schon gewöhnt. Ja, das ist ein bisschen nicht so schön hier, aber eigentlich passt schon. Hängt halt ein bisschen was raus.
So ist das eben manchmal. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt außen soweit fertig. Endlich. Das war jetzt wirklich die Busy Work. Das war jetzt wirklich die nervige Arbeit irgendwie schon mittlerweile. Oh, das ist ein bisschen schief und hässlich geworden hier. Aber hier ist alles schief und hässlich. Mal schauen, ob ich das noch... Oder wisst ihr was? Kann das nicht komplett raus eigentlich? Jetzt, wo ich oben die Reihe habe. Nee. Irgendwie nicht wirklich. Naja, jetzt machen wir innen mal. Genau, innen wird es jetzt, glaube ich, interessanter. Wird es kreativer. Wird es auf jeden Fall anders. Ich räume mal ein bisschen auf, dass wir wieder Platz haben. Und Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo Ressourcen stehen. Ah, hier. 58.000. Ich glaube, das hält ein bisschen. Ja, okay. Passt schon. Das wird schon hinhauen. Da, im Fallout 76 gibt es auch chinesische Tarnanzüge aus dem Creation Club. Ah ja, aber die gab es ja schon im Fallout 3. Die kamen ja quasi aus Fallout 3 in den Creation Club. Aber grundsätzlich haben die einfach Creation Club Teile recycelt. Ja, ja, das stimmt. Naja. So ist das eben. Mein Wunsch wäre, für ein fünfter Teil wäre ein Charaktersystem wie in Fallout 1 und 2. Ein funktionierender Baueditor. Ja, das wäre echt super. Und Lore-Qualität von Fallout New Vegas. Ja, das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich super, wenn das zusammenkommen würde. Also, ja, das wäre natürlich ganz toll. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Hi Thomas, hallo. Hast du mal Caprica gesehen? Nee. In Richtung könnte ich mir das Ganze vorstellen, dass man mehrere Geschichten einbaut von Vault Tech, von den Schaltfeldern. Von den Schlachtfeldern gegen die Roten und zum Beispiel aus der Mariposa-Basis. Ja, genau. Irgendwie bestimmt verschiedene Zeiten und verschiedene Perspektiven würden sich da schon anbieten, wenn man das einigermaßen einfangen will. Wenn die überhaupt so nahe an dem Videospielszenario bleiben, das weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass die sich da relativ weit trennen und relativ viel Eigenes machen. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir dann mal schauen, wie wir hier überhaupt innen die Wände machen. Weil hier brauchen wir theoretisch... Also wenn wir es originalgetreu machen wollen, am besten weiße, ja, Holz oder Blech. Ja, ob es sowas überhaupt gibt. Auf jeden Fall schaue ich da mal, ich schaue mal woanders. Ich schaue mal bei Holz. Retextured. Da finden wir doch bestimmt eine coole Textur. Ziegelstein, Zement, Stein, Metall, Holz. Ja, das ist hässlich. Ich hätte schon gern so vor Krieg, wenn schon. Nicht so. Nee, nee. So geht das nicht. Home of the Future. Aha. Da kommen wir der Sache schon näher. Yep, das ist perfekt quasi. Zumindest für die Seiten. Aber hier bräuchten wir eigentlich, wenn wir es wirklich originalgetreu machen wollen, nochmal was anderes. Institut. Es ist alles so schief, ey. Das ist echt krass. Vielleicht mache ich es ja doch so, dass ich das Haus dann am Schluss doch noch wegreiße samt Dach, wenn wir hier fertig sind. Es ist alles so schief. Furchtbar. Das merkt man jetzt erst, wenn man da so drüber baut, wie schief eigentlich alles ist. Echt krass. Naja. Ich bin so hinterher im Chat. Muss ich mal nochmal schauen.
finde voll krass, dass das Spiel bald 5 Jahre alt wird. Ja, die Zeit vergeht. Nee, habe ich nicht rausgefunden, aber da habe ich jetzt auch nicht mehr geguckt, warum das mit dem Fernseher, mit den Einstellungen so viel Unterschied macht bei den... Naja. Grafik wie bei Teil 5. Grafik bei Teil 5 wie bei The Last of Us 2. Ich glaube, grafische Meisterleistungen darf man bei Bethesda einfach nicht erwarten, aber ich finde, das ist auch in Ordnung. Wir haben einen Fokus auf andere Bereiche. Hä? Warum kann ich denn das hier einfach so hier reinbauen? Das ist ja super. Verstehe ich zwar nicht, aber es passt perfekt. Genau wie ich es wollte. Wunderschön. Ich war ja schon immer der Meinung. Ich war schon immer der Meinung, wirklich schon immer, dass Grafik Spielen eigentlich nur schadet. Dass Grafik eigentlich immer nur so ein Blender ist und da geht eigentlich quasi Entwicklungszeit und vor allem Geld verloren, dass man sinnvoller investieren könnte. Und jetzt durch die ganzen Crunch-Schlagzeilen immer wieder, jetzt auch eben mit The Last of Us 2 wieder, dass da so unglaublich viel gecrunched wieder wurde, dass auch bei Cyberpunk wieder gecrunched wurde. Also, dass quasi die Entwickler, also Crunch bedeutet, dass die Entwickler unverhältnismäßig viel Überstunden in so ein Spiel reinstecken müssen und viele sind dann auch wirklich ausgebrannt psychisch am Ende. Viele verlassen dann auch die Videospielbranche einfach nach einem so einem Projekt, weil sie einfach am Ende sind. Und das geht einfach nicht. Und dadurch, dass das jetzt wieder so in den Medien ist, dass das wieder so Thema ist, eben auch durch The Last of Us 2, wird jetzt genau das zum Glück, finde ich, auch wieder thematisiert. Dass, also da geht jetzt auf Twitter zum Beispiel ein Tweet um, ein Zitat von jemandem, der geschrieben hat, er will kürzere Spiele mit schlechterer Grafik von Leuten, die ihren Job gern machen und nicht ausgebrannt sind. Und das ist was, das ich absolut unterschreiben kann. Das stimme ich absolut zu. Wenn das der Preis ist, den wir für irgendwie so 30, 40 Stunden narrative Spiele mit Top-Grafik zahlen müssen, dass sich irgendwelche Leute quasi total ruinieren, dann ist es das nicht wert. Absolut nicht. Dann macht die Spiele lieber... Ne, viele Spiele, also ich habe so viele Spiele gespielt, die ja sogar davon profitieren würden, wenn sie kürzer wären. Ganz viele Spiele sind einfach nur gestreckt, damit man dann quasi draufschreiben kann, hier, guck mal, mit über 30 Stunden Spielspaß. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur so, kann das Spiel jetzt endlich mal zu Ende gehen, wenn man es dann tatsächlich spielt. Insofern, genau. Naja. So, das ist jetzt ein bisschen doof gerade hier, weil wir haben hier keine Fensterrahmen. Ich habe jetzt versucht, ob man vielleicht hier mit einem solchen Teil und zwei solchen Teilen im Fensterrahmen machen kann. Sieht aber alles ein bisschen doof aus. Sieht alles ein bisschen komisch aus. Vielleicht mit dem Türrahmen. Türrahmen ist ein bisschen groß und komisch. Oh Gott, das wird so furchtbar alles hier. Müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Aber ja, genau. So ist das. Ich muss jetzt den Chat mal abarbeiten. Hallo, Damokles. Hi. Ich fände es ja cool, wenn man in einem neuen Fallout in einer Vault geboren wird. Dann überfällt die Enklave die Vault und entführt dich und dann läuft man später zu einer von mehreren Fraktionen über. Unter anderem die Brotherhood of Steel. Ah, und hi, genau, hallo The Cluedo. Ich fände es ja schon, also schon immer eigentlich, wollte ich eigentlich einfach mal einen Supermutanten spielen. Oder auch einen Ghoul meinetwegen. Es wäre super cool, wenn einem mal ein Fallout-Spiel die Möglichkeit gibt, wirklich Rollen zu spielen in dem Sinn. Da gab es ja zum Beispiel für die Elder Scrolls diesen Mod A New Beginning oder New Start oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Aber der hat einem erlaubt, eines von ganz vielen verschiedenen Startpunkten zu wählen für das Spiel.
Sowas hätte ich gerne offiziell quasi. Sowas wäre offiziell cool. Dass man nicht immer eben, also schon auch, wenn man will, ein Vault-Bewohner ist, aber vielleicht lebt man auch schon ewig lang in der Welt von Fallout und vielleicht ist man eben auch ein Supermutant, der irgendwo in einer Supermutantensiedlung lebt oder sowas. Vielleicht ist man ein Nachfahre von Marcus. Moment mal. Nachfahre bei Supermutanten? Das wird schwierig. Aber gut. Ein symbolisch. Naja, wie dem auch sei, aber das fände ich super. Das würde mir gefallen. Keine Ahnung. Wird es wohl nie geben. Habe ich mir auch bei Mass Effect schon immer gedacht. Seit dem ersten Teil dachte ich mir, boah, ich möchte endlich mal was anderes spielen. Das war so ein bisschen meine Hoffnung für Andromeda. Ich habe mir gedacht, so vielleicht jetzt endlich, wo die Shepard-Trilogie zu Ende ist, vielleicht kann man ja jetzt wenigstens, hat man einen anständigen Charakter-Editor, in dem man auch mal Aliens spielen kann, aber nee, wieder Menschen. Ich habe schon gewusst, als die Entwickler in einem Interview gesagt haben, nee, man kann keine anderen Rassen nehmen, weil Andromeda wird eine sehr menschliche Story. Wusste ich schon, dass das Spiel nichts wird. Niemand will eine menschliche Story. Ich will Aliens und interessante Spezies und Welten, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Aber nö. Nee, das habe ich mir gedacht. Irgendwas stimmt da nicht. Die Linien sind nicht richtig. Naja. Oh, ich hasse es. Hey, ich dachte, wenn wir jetzt reinkommen, wird es angenehmer zu bauen. Aber es wird noch viel schlimmer in Wirklichkeit. Vielleicht muss ich einfach mit den Teilen mal nochmal schauen. Vielleicht habe ich zu früh gesagt, ja, die nehmen wir. Vielleicht muss ich erstmal noch ein bisschen mich umschauen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wer ist eigentlich der Mod, mit der du alles grabst? Weil bei mir ist das so blau und ich kann nicht woanders hinstellen. Bei dir ist das so blau und du kannst es nicht woanders hinstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber ich habe mehrere Mods, mit denen ich alles grappe, weil die bei mir komischerweise nicht funktioniert haben. Und letztendlich habe ich jetzt, glaube ich, ich habe so gut wie alle Mods, die Scrap im Namen haben, gleichzeitig installiert. Genau das, was man eigentlich vermeiden soll. Alle möglichen ähnlichen Mods quasi ineinander fusioniert und jetzt funktioniert es mit dem Scrappen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat, aber jetzt haut's hin. Immerhin. Ah, nee. Na doch, grundsätzlich ja. Wir haben hier auf jeden Fall mehr verschiedene Teile bei den Bunkernteilen, bei den Zementteilen fürs Future of the Home. Aber so einen richtigen Fensterrahmen haben wir auch nicht. Das da gibt's. Das ist ein Türrahmen und das da ist auch ein Türrahmen. Warum gibt's keine Fensterrahmen? Das ist echt komisch. Aber vielleicht nehme ich lieber die Teile hier. Weil es da zumindest mehr Größen, Formen und mehr Auswahl gibt. Die sind aber auch dicker, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und wahrscheinlich, ja, weil irgendwie das Originalhaus eine andere Größe hat scheinbar. Also die Teile hier gibt es im Editor überhaupt nicht, die Fenster. Die sind ein bisschen gemorpht, ein bisschen kleiner. Ha, blöd. Naja, hilft ja nichts. Müssen wir nachher nochmal schauen. So. Ich finde es schade, dass Bethesda schon gesagt hat, es bleibt in Amiland. Ja, ja, genau, das stimmt. Das haben die schon öfter gesagt, dass das ähnlich wie die Mass Effect-Macher gesagt haben, dass es eine sehr menschliche Geschichte ist, haben die gesagt, Fallout ist eine sehr amerikanische Geschichte. Naja, hi Desert Railgun, hallo. Wegen dem Dach snappt das an das Haus. Ah, hier, die Wand meinst du? Ja, genau, das kann sein, dass das ans Dach sich angefügt hat. Das stimmt, das ist möglich. Aber woanders hat es leider ja nicht funktioniert. Das wäre gut gewesen. Ja, ich find's auch interessant, wenn mal andere Orte erkundet werden würden. Weil die
Die Westküste scheint ja Bethesda komplett zu meiden. Die wollen irgendwie mit Fallout 1 und 2 und New Vegas nichts zu tun haben. Die haben ja sogar eigentlich, Obsidian einen Nachfolger wirklich vom Fallout 2 machen. Die wollten quasi ihr Fallout 3 machen, aber das hat Bethesda denen scheinbar nicht erlaubt. Die haben gesagt, nee, macht mal eine eigene Geschichte, wir wollen nichts mit Fallout 1 und 2 zu tun haben. Also nicht mal Obsidian durfte an 1 und 2 anschließen. Das ist für die scheinbar so ein No-Go, eine No-Go-Area. Tierra Dragons. Die wollen halt wahrscheinlich sich nicht an die Original-Lore halten. Da haben die halt anscheinend keinen Bock drauf. Und gleichzeitig wollen sie halt die Oldschool-Fans nicht verärgern, deswegen machen sie da lieber einfach gar nichts. Und jetzt werden sich halt alle Fallout-Spiele für immer irgendwie an der Ostküste und wahrscheinlich später vielleicht auch mal so im Zentrum der USA abspielen. Vielleicht auch mal auf Hawaii, wer weiß, oder so, keine Ahnung. Und, irgendwann haben sie vielleicht mal alle Städte durch und dann schauen wir mal bei Teil 20 oder 30. Aber bis dahin wird das wahrscheinlich immer in irgendwelchen USA-Städten spielen, was ich auch schade finde. Weil irgendwie würden mich andere Locations wirklich mal interessieren. Ein Fallout in China, irgendwie im europäischen Raum. Gäbe es auch viele Optionen, viele interessante Szenarien, aber ja, nö. Ah, das ist irgendwie schon wieder doof hier, oder? Ist das nur komisch? Ich glaube, das ist nur komisch reingeglitscht, oder? Ja, nee, guck. Was ist denn hier schon wieder los? Wenn ich hier die Wände aneinander baue, wenn ich hier so eine lange und eine kurze Wand wirklich aneinander snappe, dann passen die Texturen nicht zusammen. Ach, komm schon, lieber Modder. Kann man das nicht? Ja, vielleicht geht's wirklich nicht. Ist ja auf der PS4 alles nicht so leicht. Ah, I don't like this. Okay, ich habe es beschlossen jetzt. Ich habe jetzt gerade spontan beschlossen, dass ich das Grundhaus unter dem Haus, das wir jetzt hier bauen, wegreißen werde, wenn es fertig ist. Aber dafür muss ich jetzt erst wirklich alles auskleiden. Dann muss ich es aber auch nicht so genau nehmen mit Fenster und so weiter. Naja, aber ich glaube, okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die Entscheidung, glaube ich, ist gefallen, denke ich, vielleicht. Ich bin sehr, sehr sicher meiner Sache, wie offensichtlich. Da, wo waren wir stehen geblieben? Ein Spin-Off. Ja, theoretisch könnte man auch Spin-Offs machen, wenn schon kein Hauptteil. Das verstehe ich sowieso ehrlich gesagt nicht, warum Bethesda mit der Fallout oder überhaupt mit ihren Lizenzen auch so wenig macht. Weil ich glaube, wenn man das richtig vermarktet und wenn man wirklich von Anfang an transparent ist und von Anfang an sagt, was Sache ist, dann könnte man, glaube ich, viel mehr riskieren mit seinen Lizenzen. Viel mehr coole Sachen machen. Könnte man viel mehr andere Studios beauftragen, um so Sachen zu machen wie jetzt zum Beispiel Gears Tactics im Gears of War-Universum. Warum nicht? Ich meine, es gibt ja sogar die Fallout-Tactics-Reihe. Warum nicht ein neues Fallout-Tactic mal? Von irgendeinem anderen Studio. Kann man sich ja mal einkaufen, beziehungsweise die Lizenz verleihen. Alles genug genau kontrollieren. Wie es Nintendo halt auch macht. Öfter mal. Gut zusammenarbeiten mit den externen Studios und dann wird das schon. Könnte man echt ein bisschen mehr riskieren, finde ich. Dann würden sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute... Ramsey, dankeschön! Dann würden sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute an zum Beispiel Fallout 76 stören, wenn das jetzt von irgendeinem anderen Studio wäre. Weil dann würde man sich sagen, naja, jetzt ist halt quasi Fallout 76 von dem Studio und währenddessen arbeitet Bethesda aber an einem Hauptteil und das andere Studio macht jetzt währenddessen das und das und dann wären alle glücklich. Aber naja. Machen die halt nicht. Zumindest realistische Grafik ist einfach auch nicht gut, wenn es darum geht,
dass ein Spiel auch nach Jahren noch gut aussieht. Persona 5 kann man wahrscheinlich in 10 Jahren noch optisch gut spielen. Uncharted 4 wird wahrscheinlich ganz anders bewertet werden. Ja, das stimmt. Ich glaube, momentan, also mittlerweile, betreten wir wahrscheinlich schon so Bereiche, in denen Spiele einfach auch in 100 Jahren noch gut aussehen. Also natürlich nicht perfekt, aber es gibt halt so verschiedene Phasen in der Videospielentwicklung, auch bei Filmen. Da waren Special Effects oder Grafik einfach echt schwierig und die sind super schlecht gealtert. Aber es gibt auch gewisse Arten von Special Effects oder auch Grafikstilen halt eben, die altern besser. Ja, keine Ahnung. Aber grundsätzlich finde ich auch so abstrakte Grafikstile altern auf jeden Fall viel besser als realistische Grafikstile. Das stimmt. Würde ich auch sagen. Aber ob jetzt ein Uncharted 4 in 10 Jahren ganz furchtbar aussieht, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sieht man sich dann immer noch an und sagt so, ach ja, für damalige Verhältnisse sah das schon echt ziemlich super aus. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht sitzt man da und sagt so, uiuiui, das ist aber schlecht gealtert. Das ist alles möglich. So, Momentchen mal. Jetzt muss ich mal die Wände wieder wegscrappen. Die brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Ich komme nicht mehr hinterher, Mensch. Aber ich will alles lesen. Ja, mehr gute Story ist besser als Grafik. Ich bin ja ein Gameplay-Mensch. Gameplay und Progressionsmechaniken sind für mich das A und O. Ein Spiel braucht von mir aus keine Story. Ein Spiel kann von mir aus irgendwie 2D-ASCII-Grafik irgendwie sein. Ist mir eigentlich wurscht, wenn das Gameplay cool ist. Das ist für mich das Wichtigste. Aber da hat jeder halt seine Präferenzen. Das kann man so gar nicht sagen. Aber gerade bei Grafik in Videospielen ist es halt einfach schon so, dass die letzten paar Meter, das letzte Polishing, das letzte Schleifen, das dann quasi wirklich nochmal so die Kante rausholt, die es dann abhebt von anderen, das ist die richtig teure, richtig arbeitsaufwendige und richtig für eben die Entwickler dann zermürbende Scheiße. Und die müsste halt in den meisten Fällen einfach nicht sein. Da könnte man einfach sich... Wenn die ganze Industrie sagen würde, wisst ihr was, lassen wir den Scheiß einfach. Da verschleißen wir nur unsere Leute und schmeißen unglaublich viel Geld da rein. Komm. YOLO. Machen wir jetzt nicht mehr. Dann wäre es auch gut. Ich glaube, das wird furchtbar, das Haus hier. Ich glaube, es wird furchtbar. Ich glaube, es wird ganz furchtbar. Schauen wir mal. Ich mache einfach weiter. Einfach weitermachen. Ja. Der Ork des Ödlands, der Supermutant, ja, das stimmt. Ich muss sagen, für das nächste Fallout mal das Waffen- oder Munitionsvielfalt erhöhen. Bögen, Armbrüste, eine Hightech-Steinschleuder. Eher so oldschoolige Waffen. Ich meine, das würde ja durchaus Sinn machen. In Fallout 2... Bei den eingeborenen Stämmen im Ödland waren ja durchaus Speere zum Beispiel. Speere waren ja da oder andere sehr klassische Nahkampfwaffen waren ja da eher weit verbreitet und so. Das, warum nicht? Könnte man schon machen. Oh Gott, ey. Dieses Haus macht mich irre. Bei Mass Effect wäre es cool, mal die Kinder von MC zu sehen. Wer ist denn MC? Minecraft. Nee, mir fällt kein Charakter ein, der MC heißt in Mass Effect.
Mir fällt auch nichts ein mit Kindern in Mass Effect. Nee. Keine Ahnung, leider. Brauche mehr Input. Ach, jetzt gibt's hier nicht diese flachen Teile. Ah, es gibt aber auch nicht das, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Dieses Restaurationsprojekt hier. Aber ich schwank immer. Ich habe das in den letzten Folgen immer wieder gemerkt. Ich schwank eigentlich ständig zwischen, okay, nee, das wird nichts mehr. Lassen wir es einfach. Und ja, vielleicht könnte das schon ganz nett werden. Das schwankt quasi ständig. Hey, wisst ihr was? Das kommt wieder raus. Wir nehmen stattdessen gleich solche Teile. So. Da gibt es so viele Spezies im Spiel. Und man stackt mit Menschen. Wie langweilig. Ich finde auch. Ich meine, es gibt viele Leute, die Menschen spielen. Ich habe einen Freund, der spielt einfach immer in jedem Spiel den männlichen, menschlichen Krieger. Und ich fand es schon immer furchtbar langweilig. Und ich verstehe nicht, wie man in so Fantasy- oder Science-Fiction-Spielen, die einem so viel interessante Figuren und Charaktere und Klassen anbieten, immer den Vanilla-Scheiß nehmen kann. Aber für manche ist das genau das, was die wollen. Aber ich bin auch jemand, dass ich lieber gerne... Ich nehme auch gerne so die abgedrehten Klassen. Viele Spiele bieten ja quasi so... Also so Menschen normalerweise und dann halt je nach Szenario ihre Variation von einem Ork und ihre Variation von einem Elfen und dann vielleicht noch zwei, drei andere Rollenspiel-Klischees, die man kennt. Und dann gibt es noch dieses eine Abgedrehte. Das nehme ich meistens am liebsten. Tja. Ich würde in Mass Effect, wenn man die absolut freie Auswahl hat, wahrscheinlich am liebsten so... Wie heißen die gleich nochmal? Diese Quallen. Diese super religiösen Quallen. Ich glaube, so eine würde ich wahrscheinlich nehmen, wenn ich dürfte. Das würde mich am meisten interessieren. Fand ich auch immer schade, dass man nie solche, die Spezies im Team hat. Muss ja gar nicht sein, dass die extra irgendwie eigene Anzüge kriegen und eigene Kampfanimationen und sowas. Aber einfach auf der Normandy rumstehen als Crewmitglied für irgendwelche interessanten Dialoge. Aber einer mit echten Namen und echter Funktion, Wissenschaftler oder irgendwie für die Story wichtig, hätte ich immer interessant gefunden. Die nicht-humanoiden Spezies werden einfach unterrepräsentiert. Finde ich schade. Die sind teilweise interessant. Interessanter als die Humanoiden. Naja. So, das ist doch wunderschön. Ja, es ist schon okay. Warte mal, hier ist noch eine alte Wand drin, ne? Die brauchen wir gar nicht mehr. So, gleich mal ein paar Dinger bauen, anstauen. Dann lese ich wieder weiter. Wie heißt der Mod, den du benutzt, um alles zu scrappen? Bei meiner Mod ist das so blau und man kann es woanders hinstellen. Aha, hast du einen Mod, mit dem man so Sachen woanders hinstellen kann? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich ganz, ganz, ganz viele Scrap-Mods habe. Scrap Everything, Scrap That Wasteland habe ich zum Beispiel. Beide Mods kommen mit ganz viel Add-ons daher. Ich habe alle, weil keiner davon funktioniert hat. Aber alle gemeinsam funktionieren irgendwie. Keine Ahnung, warum und wie oder was. Deswegen kann ich es dir nicht sagen, welcher das jetzt ist, der hier wirklich funktioniert. Weil ich habe einfach... viel zu viele, ein breites Sammelsurium genommen, weil irgendwas hat dann funktioniert. Ich habe am Anfang immer vorsichtig rumexperimentiert und habe nur den angemacht und nur den angemacht und hier und da. Nix hat funktioniert und dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Habe alles aktiviert, alle Mods und dann ging's. Aber wie gesagt, also
die Namen, die ich dir nennen kann, auf jeden Fall sind Scrap That Settlement, Scrap Everything und noch irgendeiner. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Scrap That Settlement gibt's für alle möglichen Settlements einzeln. Da muss man sich die richtigen Plugins suchen, die man haben will. Und Scrap Everything hat früher für mich eigentlich super funktioniert. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr gibt bei mir. Bestimmt im Konflikt mit irgendeinem anderen Mod. Ich habe so in grauer Erinnerung, dass der Mod mit irgendwas anderem nicht kompatibel war. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern. Grand Fallout 4 spielst, 4 Gratis-Sachen im Creation Club, fällt mir da gerade ein. Gerade im Moment, cool. Das ist gut zu wissen. Hallo, gestufft. Sorry, dass ich dich so spät erst begrüße, aber ich bin hinterher mit den Chat-Nachrichten, die ich alle nachhaulen will noch. Immer Käsekuchen. Wer mag nicht Käsekuchen? Ich habe eigentlich, also theoretisch geht das in Echtzeit. Theoretisch habe ich nur ein paar Sekunden Delay, aber weil gerade jetzt am Anfang so super viel geschrieben wurde, bin ich ziemlich hinterher. Ja, das ist ganz normal, Damokles. Hab mal vor, einen eigenen Companion zu erstellen und den als Deutsch-Englisch zu vertonen. Aber leider hat mein Wissen nach neuen NPCs erstellen aufgehört. Okay, aber grundsätzlich eine coole Idee. So Custom-Begleiter sind immer cool. Moment, was für ein Teil brauche ich jetzt? Das brauchte ich gar nicht. Ich wollte, glaube ich, erstmal mit den Fenstern anfangen eigentlich. Mit den Gitterfenstern wieder. Eigentlich nicht mal die richtigen sind. Hä? Oh, jetzt kann ich es wieder nicht mehr nehmen.